So, moin, Sportsfreunde. Erst einmal, ja, frohes neues Jahr. 2020 wird gut, glaube ich. Und was ich jetzt 2019 nicht mehr gemacht habe, was aber auch egal ist, weil die Liste ist eigentlich, ja, genauso gut für jetzt, wie sie vor 10 Tagen gewesen wäre. Und zwar meine Top-Performance-Picks 2019. Es gab 2019 richtig, richtig viele Schuhe. Ich habe einige geskippt, ich habe viele getestet. Und ich habe es trotzdem versucht, auf 5 zu minimieren. Ich habe jetzt 6 da, wobei ich, werdet ihr gleich sehen. Mit diesen Schuhen macht ihr nichts falsch. Wenn ihr jetzt quasi sagt, okay, ihr braucht was Solides, was doch vielleicht gerade auch schon im Angebot ist, weil es schon ein bisschen länger auf dem Markt ist und ihr wollt jetzt direkt voll durchstarten 2020, sind das auf jeden Fall meine Empfehlungen und definitiv sind sie in order, also 5 der schlechteste, 1 der beste, aber fangen wir an. So, auf Platz 5 haben wir diesen komischen Fall nämlich. Ich habe den Damian Lillard 6 sowie den Harden Volume 4 auf Platz 5. Warum? Ich war vom Harden Volume 4 unglaublich enttäuscht, was Grip angeht. Ich habe jetzt aber festgestellt, ich habe mit verschiedensten Schuhen nochmal gespielt. Die Hallen sind aktuell hier auf jeden Fall in meiner Umgebung einfach eine Katastrophe. Das Grip ist zwar längst nicht so gut wie beim Einsatz zum Beispiel, aber es ist immer noch verhältnismäßig gut. Und grundsätzlich sind diese Schuhe sich sehr, sehr ähnlich. Ich finde die Lightstrike-Variante vom Dame besser gegenüber der Lightstrike vom Harden. Ich finde aber ansonsten das Material und alles vom Harden besser. Grundsätzlich beides sehr, sehr ähnliche Schuhe. Ich glaube aber, oder anders gesagt, sie sind beide eigentlich richtig gut. Und ihr kriegt auch von Adidas Technik, also mit Lightstrike und so, eigentlich wirklich das Geilste vom Geilsten. Und dementsprechend macht ihr mit diesen Schuhen nichts falsch. Ihr kriegt die aktuell richtig günstig. Adidas macht, glaube ich, gerade so 50% Sale immer wieder. Ich glaube, den hier, diesen Harden hier, den kriegt ihr, glaube ich, gerade für 80, 85 Euro. Und ja, das Grip ist in staubigen Hallen nicht gut. Ist es von dem hier, ist es besser, aber auch nicht so richtig mega gut. Aber wenn die Halle auch nur einigermaßen normal ist, beide Schuhe echt geil. Dann für mich eine mega Überraschung. Auch mit den Adidas, der Adidas Next Level. Ich habe den Next Level 2 schon gesehen, also von der Optik her gefällt er mir nicht. Aber der hier, der Next Level 1, ist ziemlich geil. Die Lightstrike-Umsetzung ist wahnsinnig geil. Also die Dämpfung hier ist richtig geil, ist auch besser. Die beste Lightstrike-Umsetzung meiner Meinung nach von diesen drei Modellen, die es aktuell, glaube ich, mit Lightstrike gibt. Ne? Dem Harden, dem Dame und diesem hier. Absolut geil. Das Primeknit hier oben ist richtig geil, tut seinen Job. Ihr müsst halt, wie gesagt, einfach nur rein und go. Keine Schnürung, kein gar nichts. Es funktioniert. Grip ist dasselbe wie am Harden Volume 3. Also nicht mega geil, aber es tut seinen Job schon phänomenal gut. Und wie gesagt, diese Lightstrike-Dämpfung in Kombination mit diesem wirklich hammergeilen Material und auch irgendwie diesem futuristischen Look hat es für mich einfach, hat mir gesagt, das ist ein geiler Schuh. Und ja, ich bin wirklich, also ich find's geil. Ich find's geil, dass es sowas gibt. Aber hat auch ein Häkchen nur für Platz 4 gereicht. So, dann zwischendrin muss ich das einmal schnell sagen. Wenn es euch nicht wehtut, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr nicht abonniert habt, weil mir hilft's auf jeden Fall. Aber egal, Platz 3, der KD 12, für mich die Überraschung des Jahres und nach wie vor ein Schuh, wo ich sofort sagen würde, wenn ihr den kaufen wollt, macht es. Grip. Immer noch nicht so der Wahnsinn. Es war aber dieses Jahr auch nahezu kein Schuh dabei, der wirklich richtig geil war. Aber es ist schon in Ordnung. Solide Variante ist leider mal wieder besser als die durchsichtige. Aber auch die durchsichtige ist in Ordnung. Die Dämpfung ist phänomenal. Full Length, Zoom, wo ihr wirklich, ich will die Sohle, diese Innensohle jetzt nicht rausreißen, aber ihr steht direkt auf den Zoom-Units. Hinten doppelt Zoom, also einmal unten, dann nochmal. Ihr spürt die Zoom-Units, es fühlt sich gut an, eure Knochen danken es euch. Das Material ist sehr dünn, sehr luftdurchlässig, aber strapazierfähig, tut seinen Job, unterstützend. KD 12, voller Erfolg, ein wahnsinnig geiler Schuh, ziehe ich immer wieder gerne an und wahrscheinlich auch heute Abend, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, richtig geiles Ding. So, Platz 2, ich habe lange gebraucht, um mit dem warm zu werden, aber es wird irgendwie immer besser. Der LeBron 17. Ich sag's mal so, das Einzige, was ich an diesem Schuh zu bemängeln habe, ist, dass er nicht ganz so gut ist wie der LeBron 16, aber der LeBron 16 war top-notch. War für mich absolut einer der besten Performer, den ich überhaupt jemals in den Händen hatte. Aber dieser hier ist auch richtig geil. Das Grip ist
erstaunlich gut. Ich weiß nicht warum, es muss diese Gummikomponente sein. Selbst in schlechten Hallen habe ich mit diesem Schuh hier noch ziemlich viel Grip. Die Dämpfung ist natürlich das Nonplusultra. Allerdings ist sie nicht ganz so stabil wie die von LeBron 16. Es ist das Zwischending von LeBron 15 zum 16er in Stabilität, so würde ich es beschreiben. Aber es reicht, auch für mich. Ich bin ja kein Big Man oder sowas. Ist das eine Dämpfung, die ist absolut in Ordnung. Man ist ein bisschen hoch über dem Boden, man muss sich dran gewöhnen. Aber grundsätzlich hammermäßig. Das Material ist, schöner wird es nicht. Dieses Knit-Posit, wie es ja hier heißt, oder Battle-Knit 3.0 könnte man es nennen. Oder einfach Fly-Knit oder einfach Stoff, wie man immer, wie man es auch nennen möchte. Es tut seinen Job, es sieht ziemlich cool aus. Der Sitz ist gut. Der Schuh ist ein bisschen schwer, aber das ist klar bei so einem Schuh und bei so einem Athleten, der dahinter steht. Aber der LeBron 17 ist ein richtig, richtig, richtig geiler Schuh und der ist auch zu Recht auf Platz 2. So, aber Platz 1 muss ich dazu sagen, mit Abstand auf Platz 1. Das ist für mich ein Schuh, ich sag mal so, besser wird es nicht. Der Jordan 34, er ist leicht, er hat geiles Grip, er hat eine hammergeile Dämpfung, kein Full-Length-Zoom in dem Sinne, weil es ist ja hier unterbrochen, aber geile fette Zoom-Unit vorne, Zoom-Unit hinten, wahnsinnig gutes Laufgefühl, richtig dünnes Material, was richtig dünnes Material, dadurch ist der Schuh auch so leicht, aber an den richtigen Stellen einfach so geil verstärkt, dass es einfach unterstützend ist, ihr fühlt euch absolut sicher. Er sieht optisch meiner Meinung nach natürlich nur eine absolute Mega-Granate, aber gerade was Performance angeht, ist das hier Peak. Das ist endlich wieder Jordan 29-Style, wo wirklich meiner Meinung nach Jordan performance-technisch dominiert hat. So, das war meine Liste für 2019. Jetzt geht es ja 2020. Ich bin gespannt, was kommt. Ich habe schon einige Sachen im Auge, wo ich wirklich gespannt bin. Ihr könnt mir mal sagen, was eure Top-Performer waren, ob ihr das ähnlich seht, ob ihr vielleicht auch das ganz anders seht. Und ansonsten freue ich mich über jeden, der neu dazukommt und jedem, den ich irgendwie helfen kann. Und das ist von mir.